Tunis. Wir Tunis sind stille Spaßkartunis. Die Tiny Toon Geschichten, ja, die sind echt groß. Das war's und jetzt geht's los. Hallo zusammen. Ich berichte von der Aqmen University Stadium. Das Spiel zwischen unseren eigenen Aqmen Universität und unseren Rivalen ist fast schon vorbei. Es steht 14 zu 10. Wir brauchen einen Touchdown, um zu gewinnen. Das ist unsere letzte Chance, um noch einen Punkt zu erzielen. Lasst uns Bücherwurm in dieser Zeit interviewen. Ich bin einfach ein ganz normaler Spieler. Und gameplay-technisch ist das Geilste, was in diesem Spiel zu finden ist. Willkommen zurück zu Tiny Toon Adventures Part 4. Wir müssen es schaffen, hier einen Touchdown zu erzielen. Wundert euch nicht, wenn ich hier rumspringe wie doof, denn wir haben gar nicht so viel Zeit. Wir haben die Möglichkeit, hier entweder zu rennen oder einen Pass zu vollführen. Der Pass ist schwieriger zu fangen, aber wir kommen damit weiter. Passt mal auf. Ah, schade, ich habe ihn leider nicht gefangen. Das heißt, ich muss wieder zurückrennen. Hab wertvolle Zeit verloren. Ich muss da erstmal wieder reinfinden. Denn wenn man den Pass fängt, dann ist man auf jeden Fall viel, viel weiter. Ah, ich muss einfach das richtige Timing abwarten. Ich sagte ja, gameplay-technisch ist das Ding voller grandioser Ideen. So, ich habe ihn gefangen. Auf geht's. Uff. So, first down. Ich kenne mich leider in den Regeln von, hier, sag's mir, American Football leider nicht aus. Das heißt, ich kann euch da leider auch nichts dazu erzählen. Das war jetzt nicht besonders weit. Bei den Yards sehen wir, wie weit wir gekommen sind. Wir müssen natürlich bis ganz zum Schluss. Und ich muss einfach mal gucken. Ah, das gibt's doch nicht. Ich komme hier überhaupt nicht weit. Solange die Zeit nicht abgelaufen ist, können wir es eigentlich immer noch schaffen. Man weiß auch nicht, welcher wann wo wohin springt. Wir sind wieder Erster, wir sind weitergekommen und diesmal lasse ich mir wieder einen Pass geben. So. Und gefangen! Ja, super. Also selbst wenn sie mich aufhalten, dann komme ich immer noch weiter, als wenn ich einfach durchrenne. So. Es gibt's doch nicht. Wir sind zumindest wieder Erster. Versuchen wir mal wieder durchzurennen. So, diesmal unten drunter. Ja, ich wollte gerade sagen, oben drüber, war aber nicht schnell genug. Wenn die wenigstens eine Farbe hätten, woran man das da erkennt. Na gut, dann lassen wir uns eben einen Pass geben. Denn man kann tatsächlich dieses Spiel noch verlieren. Yeah! So, runter, runter, aua! Wir haben es gar nicht mehr so weit. So, wir rennen aber wieder durch. Oder versuchen es zumindest. Okay, ducken, springen, ducken, aua. Und das wird vermutlich der letzte Pass sein. Zumindest wenn ich ihn fange. Komm, 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 komm. Yeah! Der hat, aua. Okay, gefangen habe ich ihn zwar, aber ich hätte auch noch durchrennen müssen. Wir haben es gar nicht mehr so weit. Komm schon, komm schon, komm schon. 5 Yards. Wenn ich das richtig sehe, kann das sein? Ja, ich glaube schon. Wir haben noch 4 Minuten 33 zu spielen. Oh, das ist... Spaß macht's trotzdem. Glaubt mir. Ja, da. Komm, Schnauze voll. Jetzt wird gepasst. Da müssen wir hin. Wenn ich den jetzt fange, dann ist das Spiel gewonnen. Touchdown! Woo!
Er sieht sehr zufrieden aus, würde ich sagen. Er hat es geschafft! Buster Bunny hat einen Touchdown erzielt, um das Spiel zu gewinnen. 16 zu 14! Hurra! Akmel University gewinnt! Bubs Bunny Reporting. Live vom Akmel University Stadium. Also jeder weiß, was reporten bedeutet. Berichtet. Ja, jetzt ist es mir eingefallen. So, wie auch hier in den vorherigen Parts, werden wir ein Spiel spielen und danach ist der Part auch gleich wieder beendet. Wir müssen noch Plucky Duck in lila spielen und das Vögelchen in gelb. Wir sollen das Rad drehen, um auszuwählen, wen wir kriegen. Aber ich werde hier einfach mal kurz speichern, denn ich hätte schon ganz gern, dass wir alle sehen. Und wenn wir Pech haben und den Falschen erwischen, dann lade ich es einfach nochmal neu. Nein, tatsächlich. Glück muss man haben. Wir spielen jetzt das Spiel namens Mysteriöse Gewichtschallenge. Wir haben wieder die Möglichkeit, ein paar extra Leben abzustauben. Ist vom Spiel her gar nicht schwer, aber es macht trotzdem mega Laune. Es geht darum, dass wir unseren Gegner quasi überwiegen. Wir sollen unsere Charaktere in jeder Runde auswählen auf der linken Seite. Und für jede Runde, wo ich schwerer bin als mein Gegner, gewinne ich ein Extra-Leben. Hier gibt es leider kein richtig und kein falsch. Da müssen wir einfach mal ausprobieren. Da wählen wir Plucky, Myra, das Vögelchen, ihn hier. Machen wir das einfach mal so. Oh oh. Die Gesichter sind halt auch immer geil. So, das gewinne ich auf jeden Fall. Die schwerste und der leichteste im Spiel. Das bedeutet ein Leben für uns. Das kann ich auf keinen Fall gewinnen. Denn jetzt ist es genau umgekehrt. Jetzt könnte es noch spannend werden. Vielleicht gewinne ich ja noch. Nee. Nee, geht gar nicht. Aber das letzte schaffe ich auf jeden Fall. Denn das ist jetzt auch nochmal ein Leichtgewicht. Und wir haben die relativ schwere Babs. So, damit ist das Spiel vorbei. Dieser Part ist vorbei. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dann.